Ja, huhu, hier wieder beim Koani und bei The Secret World. Und wir haben hier respawned an einem Platz, der vielleicht nicht ganz so toll ist. Schnell mal ein bisschen, hallo? Ein bisschen geschossen. Und ich habe mir für heute was ganz Besonderes vorgenommen für die heutige Folge. Ich möchte nämlich ein bisschen auf die Skillung eingehen, die wir gemacht haben, weil beim letzten Mal waren wir ja ein bisschen unzufrieden, oder ich war unzufrieden mit der Skillung. So, jetzt müssen wir uns irgendwo hinbewegen. Ich glaube, wir gehen mal in die Kirche, damit ich euch das zeige. Ah ja, haben wir schon wieder welchen getriggert. Ziehen wir die mal nachher draußen. Zack. Stirb, teurer Verschworener. Wow. Da kommt schon der nächste. Da ist ja nur ein räuberischer Schlitzer. Und noch einer. Ein gerissener wilder Zombie. Eieiei, da ist ganz schön was los hier am Anfang der Folge. So. Ja, noch mal ein bisschen hier Punkte einsammeln. Schon wieder unterwegs und killen für uns die Zombies. So, einmal hier in die Ecke gestellt. Ab in die Ecke mit der Eukalypta. Ja. So, und dann gehen wir mal in das Fertigkeitenrad. Ich bin nämlich, wie gesagt, ein bisschen unzufrieden. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht beim letzten Mal, aber wir haben ja festgestellt, wir machen nicht so den Übermegaschaden. Das liegt allerdings jetzt nicht unbedingt an unseren Spielfähigkeiten, sondern auch an dem Deck, was wir benutzen oder was wir benutzen wollen. Ich habe nämlich mal geguckt, wir wollen ja hier den Mönch spielen. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen und der soll wohl sehr schlecht geeignet sein für Einzelspieler. So, und wir spielen ja momentan relativ alleine. Am Anfang wollte ich ja miteinander zusammenspielen. Da wäre das vielleicht gegangen. Der ist nämlich konzipiert für komplette Gruppen. Also wenn man mit Gruppen spielt. Dafür ist der gedacht und nicht fürs Einzelspielen. Und da steht extra sogar dabei, er macht extrem wenig Schaden. Das haben wir ja schon festgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, dann lassen wir den vielleicht erstmal und skillen uns erstmal so, dass wir irgendwie alleine auch irgendwie klarkommen könnten, weil wir spielen ja momentan relativ alleine, nicht wahr? Und habe mir dann was rausgesucht, was ich vielleicht lieber spielen will. Und zwar, das zeige ich euch jetzt noch nicht. Ich habe erstmal geguckt, was gefällt mir denn an dem Deck, was wir bisher spielen. Und das sind halt hier diese Kräfte, hier diese Sache mit dem Beeinträchtigen. Hier Bewegungsgeschwindigkeit verringern und so. Das fände ich ganz cool. Und das würde ich auch gerne weiter behalten und habe dann geguckt, was kann man denn bauen, damit man möglichst viel aus diesem Status beeinträchtigt rausholt. Das ist natürlich dieser Skill. Und dann gibt es hier in dem Sturmgewehr-Sektion irgendwo. Irgendwo gibt es einen. Hier, genau, Glückstreffer. Bei jedem Treffer läuft ein Glückstrefferzähler mit. Wenn der 6 erreicht, löst der nächste Angriff beim Ziel den Status beeinträchtigt aus. Und seine Bewegungsgeschwindigkeit wird um 70% verringert und zwar 8 Sekunden lang. Das fand ich dann gut. Das heißt, wir müssen mal mit unseren Punkten gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Wir haben momentan 7 Kraftpunkte. Das heißt, das ist das Erste, was wir uns holen wollen. Das gehört zum Beispiel jetzt schon mal nicht zu unserem Kräftebaum. Genauso geil, der nächste Skill hier.
ist ein Säulenansturmangriff, der bei betroffenen Zielen den Status beeinträchtigt auslöst und ihre Bewegungsgeschwindigkeit um 70% verringert. Wir stürmen nämlich 10 Meter nach hinten, also ziehen uns quasi zurück, genau das, was wir irgendwie quasi die ganze Zeit machen, nur halt mit einem Angriff. Und alles, was dann irgendwie in 6 Meter um uns rumsteht, dann, das wird beeinträchtigt. Und die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit wird verringert. Das heißt, wir stellen uns einfach hinter den Gegner und zack, zurück. Und dann können wir nochmal richtig feuern auf die. Mit unserer Fähigkeit hier unten, mit Schießwütig, haben wir ja eine ziemlich ziemlich gute Sache, die beeinträchtigt ja auch ausnutzt. Denn zusätzlich kriegen die dann Befallen. Und ja, das ist unser Heilschuss, den würde ich auch gerne beibehalten. Das hier weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie beibehalten will. Das nutzt das überhaupt nicht aus. Ja, dann kommen wir hier zu den Kräften, die die Fäuste machen. Ja, die sind jetzt auch nicht so gut dafür geeignet, um mit diesem, wie hieß er noch, beeinträchtigt Status zu interagieren. Das heißt, wir haben schon mal das hier, das würde dann irgendwie hier einen davon ersetzen. Wahrscheinlich den Bilder hier. Ja. Ich muss auch hier nochmal gucken, wenn ich irgendwas hier den wahrscheinlich auch noch haben als Verbraucher. So, dann habe ich geguckt, welche Waffen bieten denn auch noch Sachen, die für uns noch interessant wären. Dann habe ich mich nämlich hier gefunden, Hitzkopf, bei den Pistolen eine Kraft. Für einen KP, den können wir eigentlich direkt schon mal kaufen. Wir benutzen zwar keine Pistole, aber es ist eine defensive Kraft. Und immer wenn sie den Status beeinträchtigt auslösen, erhalten sie den Effekt geringe kritische Trefferchance. Ihre kritische Trefferchance um 10% erhöht und zwar 8 Sekunden lang. Das heißt, wir machen mehr kritische Treffer. Das ist doch mal geil. Das heißt, das holen wir uns mal direkt und. Anima Schub. Das ist natürlich immer noch gut hier mit dem beeinträchtigt. Der nächste Treffer kann nicht ausgewichen werden. Die erhöht die Absaugfähigkeit. Das brauchen wir dann nicht so gut. So, dann können wir das schon mal reintun. So, dann haben wir hier über dem Gesetz baut nach dem Platzieren für jedes Ziel im Bereich eine Ressource für die ausgerüstete Waffe auf. So, das ist halt Pistole, ne? Und das ist ein WBZP-Angriff, das heißt Wirkungsbereich im Zielpunkt. Das ist, glaube ich, dasselbe, was hier unten haben. Also irgendwie größerer Radius. Und der erzeugt einen Effekt im Wirkungsbereich. Du bist 6 Feinde, 5 Meter Radius. Und zwar jede Sekunde insgesamt 10 Sekunden lang. Ja. Baut beim Platzieren für jeden Ziel im Bereich eine Ressource für die ausgerüstete Waffe auf. Also für beide Waffen werden Ressourcen aufgebaut. Dauerhafter WBZ-Angriff, der einen Bereich im Boden erzeugt, 15 körperlichen Schaden verursacht und 17 körperlichen Schaden bei Zielen, die den Status beeinträchtigt haben. Das heißt, der hier würde gut funktionieren mit Beeinträchtigt-Status. Kaufen wir. Müssten wir halt mit Pistolen arbeiten. Aber wir haben ja auch eine Pistole, eine ziemlich gute Pistole in der letzten Folge auch gefunden. Vielleicht nehmen wir dann lieber dieses. So. Hier rein. So. Ist halt auch eine Abklingensache, genau wie unser Stacheldraht auch. Ich schmeiße jetzt hier das mal raus. Diesen Heilungsding können wir dann auch nicht mehr benutzen, wenn wir Pistolen benutzen. Das heißt, hier hinten werden auch. Ich glaube, da haben wir gar nichts. Und das hier bleibt trotzdem drin, heilen ein bisschen. Was haben wir hier? Erhöht den Schaden und Heilung von Faustkräften. Das brauchen wir dann nicht mehr. So, dann können wir jetzt hier holen die Selbstjustiz. Erhöht die Dauer von über dem Gesetz. Das ist auch gut. Nehmen wir dann auch mit. Okay, ist automatisch ausgerüstet geworden. So. Und dann haben wir es auch hier erstmal.
Das heißt, wir haben jetzt hier bei den Pistolen uns eine Kraft rausgesucht, die halt von dem, was wir hier machen wollen, profitiert. Und als nächstes holen wir uns halt hier oben den Glückstreffer und den taktischen Rückzug. Der taktische Rückzug kommt dann hier hin. Und dann haben wir noch zwei Slots frei. Und müssen mal gucken, was wir dann da damit machen. So. Ich würde sagen, wir holen uns, solange wir noch Punkte haben, dann auch noch ein bisschen was hier rein. Wir haben 4 Punkte und können damit, also das würde ich vielleicht nicht holen wollen. Löst Status geschwächt aus. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Verbrauchte Pistolen, Bindungsangriffe pro Treffer. Bündelungsangriff, was macht das nochmal? Enthält Kräfte, die Zeit kanalisieren, okay. Abhängig von der Ressource, vom Ressourcenverbrauch. Okay. Fangschuss ist natürlich auch was Gutes, denn wenn ein Feind stirbt oder sie die Pistolenressourcen haben, werden sie, wenn 7 bis 6 und 5 Meter um diesen Feind herum geheilt. Das heißt, wir gehen jetzt alles ein bisschen so in die Richtung Pistolensturmgewehr. Wir kaufen einfach mal hier weiter und holen uns. Löste das nicht auch noch geschwächt irgendwie aus hier vorne? Ne, befallen wird das ausgelöst. Wir gucken mal, irgendwo gab es doch bestimmt auch noch Passive, die auch noch befallen. Klingenflut verursacht, also wir befallen. Ne, nee, brauchen wir nicht. Geschwächt. Beeinträchtigt brauchen wir. Erhöht kritische Trefferkraft um 15%. Ja, könnten wir irgendwann mal dran. Könnten wir mal überlegen. So, wir haben hier noch Street Fighter. Immer wenn Sie den Status behindert auslösen, erhalten Sie einen positiven Effekt, der jeden von Ihnen verursachten Schaden um 10% erhöht und zwar 8 Sekunden lang. Ja, das brauchen wir auch. Das ist doch mal super. An dem behindert, ne? Stopp. Na, jetzt habe ich den Zenker schon geholt hier. Kritische Trefferchance steigt. Das ist ja gar nicht so schlimm, der Zenker. Extra Sturmgewehrressource. Dann holen wir uns hier den verbesserten Anima-Schub wieder raus und nehmen den Zenker rein, damit wir den jetzt nicht umsonst gekauft haben. So, und gucken nochmal weiter, ob irgendwas hier befallen, zusätzlich aus Befallen ausgelöst. So, immer wenn kochendes Blut einen Treffer erzielt, Befallen ausgelöst, okay. Schaden über Zeit, nee. Nein. Immer wenn sie den Status geschwächt, nee, auch nicht. So, hier wird irgendwas mit Befallen. Immer wenn sie einen Schocktreffer erzielen, wird man Ziel aus dem Status Befallen. Nee. Immer wenn Sie einen kritischen Treffer erzielen, wird bei dem Ziel außerdem der Status Befallen ausgelöst und einem Schaden über Zeiteffekt pro 18 Sekunden. Ja, okay. Nee, wir brauchen auch was, was den Befallen ausnutzt. Aber wahrscheinlich gibt es dann hier unten nichts Wirkliches, was das macht. Immer wenn ein Feind stirbt, ja, braucht man nicht. So, wir haben noch einen Kraftpunkt über. Tio. Gut, dann lassen wir das auch erstmal und müssen jetzt hier mal ein bisschen weiter gucken. Den würde ich gerne nach hier hinten setzen, weil das irgendwie so ein Schuss ist, den wir relativ wenig benutzen. So, ich brauche hier etwas, was unsere Ressourcen verbraucht. Also das hier erzeugt Ressourcen, das hier macht gar nichts. Das heißt, wir nehmen hier mal Feuer frei rein als Ressourcenverbraucher. Haben wir hier noch einen Verbraucher? Nee, das ist dieses Erzeugen.
Okay. Und hier haben wir Magnum. Ach so, das ist der. Was tun wir? Das Feuergefecht könnten wir nehmen. Wir nehmen mal das Feuergefecht einfach mit. Wir haben ja noch einen Punkt. So. Und ziehen das als Verbraucher auch mal hier rüber, weil wir haben ja verschiedene Verbrauchsachen. So, und dann haben wir noch einen Slot frei. Und dann holen wir uns da rein irgendeinen netten Effekt, vielleicht sichern und laden, aber das fand ich ja nicht so geil. Es baut Sturmgewehrressourcen auf. Müssten mal gucken, dass hier Rudelanführer. Braucht das denn? Erfordert Faustwaffe, ja, schade. Hier haben wir nur das sichere Zielen mit dem kritischen Treffer werfen, aber das haben wir noch nicht. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Das haben wir schon. Wir könnten hier diesen Granate, die Granate holen wir uns nochmal rein. Für alle Fälle. So schlecht ist die Granate jetzt auch nicht. So, das heißt, wir haben jetzt ein Deck, was ist noch nicht ganz fertig. Oh ne, Moment, dann gucken wir uns nochmal an. Mit unseren aktiven und passiven Kräften. Wir schießen als allererstes immer hier Vorrücken verlangsamen. Damit lösen wir automatisch Beeinträchtigen aus. Wir warten jetzt noch auf 9 KP und lösen dann bei jedem siebten Schuss, bei jedem siebten Treffer auch, dann eben auch noch beeinträchtigt aus. Das heißt, das sind unsere Hauptsachen. Und sonst jede Kraft, die wir hier benutzen, außer diese hier jetzt, und die auch nicht, also die beiden Verbraucher leider nicht, nutzen das aus. Also momentan irgendwie unser Ressourcenbilder. Und vor allen Dingen hier hinten, der hier auch. Ja. Vielleicht ziehen wir den auch mal nach vorne, so dass wir den so benutzen können. So, dann haben wir hier hinten. Ach, der löst das übrigens auch. Löste das aus? Nee, der nutzte das aus. Also das wäre die Kraft und dann drauf rumfeuern. Das heißt, muss ich mir mal gucken, wie ich das belege. Zack, zack, ja, okay. Und immer wenn sie den Status beeinträchtigt auslösen, hätten wir außerdem kritische Trefferchance, die auch noch erhöht ist, hier durch diesen. Die Trefferkraft meine ich. Dann haben wir machen zusätzliche Ressourcen, wenn einer stirbt. Wir heilen uns mal für jeden Treffer ein bisschen. Unser Schaden vom Sturmgewehr sind erhöht. Und wenn wir den Status beeinträchtigt auslösen, können wir beim nächsten Treffer nicht ausgewichen werden. Das ist auch mal und verursacht 8% mehr Schaden. Das heißt, momentan ist das Ganze in Ordnung. So, und als nächstes geht es halt hier oben in den Baum rein, weil der auch ganz viel mit diesen Effekten halt arbeitet. Ja, das heißt, bisher lassen wir dann den Mönchsbaum erstmal alleine. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt um die gefundenen Pistolen ausrüsten, denn die Klaue muss leider jetzt erstmal daran glauben. Wir können sie nicht ausrüsten, weil braucht Pistolenfähigkeit 2. Ach du Scheiße. Okay, dann gehen wir noch mal in unser Charakterfähigkeiten. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Das wird uns nicht auf Pistolenfähigkeit 2 holen. So, das heißt, wir gehen jetzt das allererstes Mal rüber zum. Obwohl, vielleicht braucht man das gar nicht. Haben wir denn noch irgendwas zum Bauen? Charakterfenster wieder ausblenden. Wir haben hier Werkzeug, Satz Q2. Werkzeug für Talisman, nein. Waffenwerkzeug erfordert unvollkommene Qualität und Metall. Haben wir denn Metall? Wir haben Basismetall, das glaube ich nicht geeignet dafür ist. Unvollkommenes Metall haben wir leider nur 2. Ja gut. Dann schauen wir mal, ob wir uns für ein wenig Kohle bei den Leuten hier vorne was. Also bei diesem komischen Rad von Venedig oder sowas kaufen können. So, jetzt mal erstmal, ob wir hier. So,
so, habt ihr gesehen, da sind schon Pistolenkräfte am Werk gewesen. Jetzt hier, obwohl wir den gar nicht ausgerüstet haben. Aber es waren halt passive. Welcher war denn das jetzt gerade? Das müsste. Jetzt Kopf beeinträchtigen. Ich weiß gar nicht genau, was das gewesen ist. Strange. Okay. Ne, wir gehen jetzt rüber zum Rat von Venedig und gucken mal, ob wir da uns eine günstige Pistole für den Übergang, bis wir die nächsten Fähigkeitspunkte haben, holen können. Oder ob der Metall hat, das kann natürlich auch sein. So, bloß kein Anziehen. Das ist halt heute ein bisschen mehr eine Theoriefolge als eine Actionfolge. So, wir können uns hier Münzen, Armreif, Doppelpistolen für 100. Können wir uns Doppelpistolen kaufen. Ist doch nice. Diese Doppelpistolen sind natürlich Crap, aber wir können sie zumindest erstmal ausrüsten. Wir können auch mal versuchen, Sachen zu zerlegen in unserem Inventar. Und mal schauen, wir haben jetzt diese Waffe, ich will die gerne behalten. So, wir zerlegen mal das hier. Objekte hier ablegen, um sie zu zerlegen. Okay, den kann man anscheinend nicht zerlegen. Den hier kann man zerlegen. Zack. So, dann holen wir uns hier nochmal Metall. Dann haben wir nämlich schon mal drei Basismetall. So, dann holen wir hier den. Ach, den kann man auch nicht zerlegen. Ah, das ist das ärgerlich. Ja, okay, das war ja auch ein guter Plan gewesen, wenn es denn geklappt hätte. Holen hier aus, holt man keine Metalle raus, ne? Ne, hier haben wir andere Fertigungsmaterialien rausgeholt. Das hier können wir auch nochmal upgraden. Jetzt habt ihr aber mal gesehen, wofür das Upgraden halt ganz gut ist. So, wir kaufen uns aber jetzt hier bei dem Typen einfach die. Für 100 die Pistolen, auch wenn die Crap sind. Weil das wird sich relativ schnell ändern, dann kaufen. So, Inventar. Da sind sie. Und dann rüsten wir die aus. Zack. Da sind sie. Machen wir aber unsichtbar, weil das sieht irgendwie immer scheiße aus, glaube ich, bei unserem Charakter. So, Ambrosia Schrotflinte, Ambrosia Elementar, das können wir eigentlich auch verticken. Verkaufen. Was verkaufen wir denn hier? Ambrosia Schrotflinte verkaufen. Hier haben wir Münzen, die verkaufen wir. Kritischer Trefferwert können wir mal behalten. Fata Morgana für einen können wir verkaufen. Die Asche können wir verkaufen. Pistolen Ambrosia, was macht ihr das? 5 Pistolenressourcen, da brauchen wir auch nicht. Elementar-Ambrosia können wir auch wegmachen. Runen, nee, brauchen wir nicht. Talisman-Werksatz, Wiedergänger-Asche brauchen wir auch nicht mehr. Armschienen können weg. Machtfälle-Smedaillon kann weg. One-Inch. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier jetzt. Wie heißen die? Tigerpfoten, die darf ich nicht verkaufen und die brutalen Doppelpistolen darf ich nicht. Aber die 4-Inch-Punch, die darf ich verkaufen. So, die darf ich nicht verkaufen. Guck mal, wie teuer die sind. Aber die Tigerpfoten sind ähnlich teuer. Das göttliche Abbild kann ich aber verkaufen. So. Sonst noch irgendwas hier oben übersehen, was wir verticken können? Anima, kritischer Trefferwert wollten wir ja behalten. Jo, wir reparieren auch noch mal unsere Sachen. So, dann schauen wir noch mal, was gibt's denn hier? Apotheker, gibt es da noch irgendwas? Kaufen. Weil der hat nur so Ambrosia-Zeugs, das brauchen wir halt nicht. So, hier. Hast du noch irgendwas? Werkzeug, auch nicht. Gut.
So, dann können wir die jetzt benutzen und schauen uns doch mal an, wie hier jetzt die neuen Kräfte wirken. Das heißt, wir gucken jetzt mal, hier, das ist nämlich genau die gleiche Kraft, die hat nicht so viel Reichweite wie das andere hat. Okay, müssen wir näher ran. Okay, er geht extrem näher ran. Okay. Jetzt hier, zack. Nice. Okay. Wir starten also jetzt mit dem, dann den. Ja, gut, die sterben jetzt immer direkt. Da müssen wir mal irgendwo hingehen. Am besten zum Friedhof, wo die Zombies nicht sofort umfallen, wenn man das gemacht hat. Und wir gucken jetzt hier mal, wie die anderen geil Sachen aussehen. Okay. Das sind alles Verbraucher. Wie viel verbraucht das denn? Verbraucht alle Pistolenressourcen. Okay, aber eigentlich müssten die das doch aufbauen. Hier. Was ist das? Ah, das ist dieser. Okay, und nochmal ein bisschen Heilschuss an die hier hinten. Den Heilschuss nochmal. Jetzt ein bisschen aufheilen. Ja, ihr seht schon, das ist so ein bisschen tricky mit den ganzen Ressourcen. So, das hier waren jetzt zurückgekehrte Stadtbewohner. Gucken wir mal, probieren, ob das bei denen funktioniert. So, und jetzt die drei hinterher. Und der müsste jetzt, da seht ihr mal, kritischer Treffer. Boah, zack. Ja, das ist schon eine ganz gute Kombo. So, da drüben, was machen wir jetzt auch nochmal? Da müssen wir nur warten, bis die beiden Sachen wieder abgeklungen sind. Und dann geht's los. So, einmal die hier anlocken, können wir die damit auch ganz gut. So, und dann gehen wir mit der 3. Hier kommen die gleich rein und dann geht's los. Bam, 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 bam. Und nochmal den hinterher und den können wir auch nochmal schießen. So. Nice. Nice. Okay. Hier konnte man auch irgendwo. Irgendwo konnte man auch Decks speichern. Ich glaube, in dem Charakter konnte man das, ne? Ausrüstungsverwaltung. Ausrüstungsverwaltung. Okay. Tschüss. Neu. Okay, das ist speichert nämlich die Decks halt mit. Das können wir mal machen. Pistole. Speichern. Und dann ziehen wir uns jetzt noch einmal ein Bild, ein Dingens rein mit den Krallen. Falls wir denn da mal switchen. Und zwar nehmen wir dann hier statt den Pistolenverbraucher was war der hier drin? Das hatten wir noch nicht. Wir hatten die hier, ne? Austoben und die Schwachen ausnutzen. Und den Austoben hier rein. Das wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr nutzen, dann können wir uns die Schwachen ausnutzen, reinziehen und vor allen Dingen, nee, so machen wir das und nach hier hinten ziehen wir uns wieder näheren rein. Die Passiven können bleiben. So, und dann gehen wir hier wieder raus. Und nehmen dann aus dem Inventar wieder die Krallen. So.
Neu. Und Ralle. Speichern. Jetzt könnten wir die eigentlich auch umswitchen. Es gibt dafür auch irgendwie einen Shortkey, aber den suche ich noch raus. So, da sind wieder irgendwelche Leute. Und wir gehen jetzt wieder in die in die Ausrüstungsverwaltung und sagen, wir wollen eine Pistole benutzen. Laden. So, und haben dann automatisch wieder unseren Bild für Pistole. Und das Ganze wird nämlich nachher interessant, wenn wir uns zwischen den Kämpfen irgendwie heilen wollen. An dem Game switchen wir einfach um auf die Krallen, weil die einfach zwischen den Kämpfen effektiver heilen. So. Ja, und das war's auch schon wieder für die Folge heute. Heute mal ein bisschen Theorie, Deckbuilding. Aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Beim nächsten Mal machen wir wieder ein bisschen mehr Action. Bis dahin, have fun, euer Quali.